Hallo Forumsmitglieder, ihr seht mich ja wieder mal am Platz. Neben meinem Mannschaftskollegen vom UTC Loreto 2, also von der Zweiermannschaft, Andy Allraum. Auch gerade beim Testen ist, aber vermehrt Rackets testet er. Ich teste ja die Seiten. Er ist auch ein absoluter Guru, also was Schlägermaterial angeht. Und glaube ich, was er. Von beim müsste man wirklich mal einen Backcheck machen. Er hat wirklich alles dabei. Ich sehe mich hier in Babolat Trainingshosen, die zu einem schwarzen Trainer gehören, aus der 2009er Kollektion. Habe ich mir zugelegt um 69 Euro, recht günstig, bei Tengo Sport. Das soll aber jetzt keine Werbung sein. Tengo, ja, wer dorthin geht, bitte, ich gehe nicht mehr hin. Ja, das erzähle ich euch ein anderes Mal, warum. Das Shirt ist übrigens das Andy Murray Shirt von Fred Perry aus dem Jahre 2008 und es ist die Kollektion von den Australian Open. Das war übrigens das allererste Fred Perry Shirt, das ich mir zugelegt habe. Ja, Tennis Shirt. Alte Polos habe ich mir früher gekauft, aber was die Tennis Kollektion betrifft, bin ich da bei Fred Perry eben mit diesem Shirt eingestiegen. Ja, und die Seite, ich habe es vorhin eingeblendet, ist die Oehms Black Pearl in 1,23. Die wird heute ausgiebig getestet, bereits die dritte und vierte Stunde. Ich muss sagen, die ersten beiden Stunden auf Sand war ich recht zufrieden damit mit der Seite. Rechts nicht im Bild, die Youngsters, David Schutzhofer 19 und Bernhard Kopenitz 17. Also eigentlich, wenn man sich beiden das Alter der beiden zusammenrechnet, die sind genauso alt wie ich gemeinsam. Also gemeinsam wie so alt wie ich. 36, unglaublich. Also das, wenn ich da den alten Allraum Andi noch dazu zähle, mit seinen 48 Lenzen, Gottes Willen, das sind ja wirklich wir die absoluten Super-Senioren. Ja, da hinten auf der Grundlinie, da rutscht man eben ein bisschen. Das ist halt dieses Granulat, das auch zum Rutschen ab und zu ja, verleitet. Spielt sich ähnlich wie ein Sandplatz übrigens, dieser langsame Granulatplatz da. Langsam, mittelschnell. Obwohl ich hier wesentlich lieber spiele als wirklich auf Sand dann. Vor allem in einer Sandhalle. Ja, jetzt gibt es gleich eine Vorstellung und beziehungsweise ein Announcement von mir, deswegen blende ich mich jetzt mal aus. Kurz etwas zur Oehms Black Pearl in 1,23. Die Seite hat wirklich eine Ähnlichkeit zur Blackout von Prospero bzw. zur baugleichen oder identen Decking Fiber Black Code. Vielleicht fehlt jetzt doch ein bisschen der Speed. Bei der Vorhand merke ich es. Spin auch begrenzt. Aber das macht die Seite nicht schlecht. Wir werden sie jetzt ausgiebig im Doppel testen. Und anschließend gibt es wieder eine Vorstellung von manchen Spielern. Ich hoffe, die Optik passt. Close-up geht. Thank you.
Der zieht so komisch. Ich muss ja mal umschauen, ich konnte nicht mehr. So, der nächste Kollege da, mein Tenniskollege, Trainingskollege, Bernhard Kopinitz, ein Youngster, wenn man das so sagen darf. Bernhard, du in deiner jungen Karriere, welches Material spielst du derzeit? Ich gehe davon aus, dass das kein Junior-Anschläger mehr ist. Nein, das ist der Wilson N-Blade von Novak Djokovic. Also eigentlich schon ein älteres Modell. Paar Jahre altes Modell. Welche Beseitung verwendest du? Im Moment Target-Seiten, aber ich werde bald wieder auf die Isospeed Control oder Isospeed Energetic Plus umsteigen, weil die mehr Gefühl haben. Ja, also bist du eher einer, der ein bisschen eine elastische Seite braucht? Ja, unbedingt. Aha. Sonst treffe ich nicht wirklich viele Bälle. Bespannst du da sehr hart oder eher noch weicher auch noch? So um 25, 26 Kilo. Natürlich. Ja. Naja, gut. Mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Wir wünschen dir alles viel Erfolg in der Meisterschaft. Alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Der nächste Clubkollege will nicht gefilmt werden, weil er Angst hat, dass es sich dann irgendwie gegen ihn verwendet werden kann, das Material. Das Klumpert ist weg. Wir blenden den Namen unten dann ein.